Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Top 10 CS2 Skins Video. Heute P2000, let's go! Wir fangen wie immer an mit dem 10. Platz und gehen dann langsam hoch auf Platz 1. Platz Nummer 10, die P2000 Ocean Roam. Ja, es ist ganz nett. Mich hat sehr überrascht, dass sie so glänzy bubenzi ist. Das hätte ich nicht gedacht. Schade, dass halt auf dem Griffstück nichts ist und nur der Schlitten bedazzelt ist. Aber ja, das kann man schon, also das kann man schon so als Glanzfan auf jeden Fall nehmen. Man merkt aber schon, oh, Platz 10, so arg viele glancy Skins hat das halt noch gar nicht. Yes. Weil viele fragen, hey, warum hast du die und die und die nicht drin? Ich habe oft die Plätze mehrfach belegt. Also zum Beispiel auf Platz 3 bei den Glocks hätte ich halt diese, jene und Sellen Skin halt gehabt. Aber ich kann nur einen von den drei Skins halt nehmen. Obwohl die anderen eigentlich gleich gut sind. Und dann ist es halt so, naja, welcher gefällt mir davon am besten? Also es ist oft, also es ist nicht so, dass die nicht in der Liste wären, also auf Platz 11 oder 12 wären, sondern ich kann halt jeden Platz nur einmal belegen. Ja. Ocean Roam direkt mal 138 bis 149 Euro. Warum so teuer? Wahrscheinlich, ja gut, Bravo Collection, ich sehe schon. Und dann noch irgendwas zum Traden. Vertrag. Weiter geht's. 9. Platz. Die Pulse liegt dort herum. 2,31 Euro bis 2,70 Euro. Absolutes Schnapperl. Grün. Bisschen auch blau. Oder gar nicht so wenig blau. Könnte natürlich auch mehr sein, aber gerade dieses Geschatterte soll es ja ausmachen bei dem Skin. Neuch. Die Imperial liegt auf dem 8. Platz und ist rot und gold. Ihr wisst ja, so ein riesiger, nur Rot-Fan bin ich nicht und Gelb-Gold-Fan ja eigentlich auch nicht, aber so gemischt kann man das auf jeden Fall machen. Schöne Goldakzente drauf. Ist auch ein Skin, den man halt einfach, also den, obwohl so oft man sieht man den gar nicht. Ich wollte gerade sagen, den man öfter mal sieht, aber nein. Eigentlich nicht. Dabei ist es schon an sich ein schöner Skin. 12 Cent bis 28 Cent. Das ist ja gar nichts. Lächerlich. 7. Platz. Gnarled. This is so gnarly. Dieser Skin hat mich sehr überrascht, denn er ist ein bisschen glancy bubenzi und, also was heißt ein bisschen, sogar sehr stark, an den roten Stellen. Kann man die Augen auch glänzen lassen? Can I let the Uglas glancing? Nee. Okay, also das Rote glänzt, der Rest nicht so, aber das macht es irgendwie echt besonders. Also auch dieser Mond oder was, das hat auf jeden Fall was. Und der Preis, Leute, der Preis, 5 Cent bis 21 Cent, ist schon wirklich ein Schnapperl für so einen geilen Skin. Und wisst ihr was, die gibt's heute auch in StatTrak, dann später im Giveaway, aber erst dann zum Ende des Videos. Ja, weiter geht's. 6. Platz, die Wicked Sick. Das ist für mich schon langsam, aber sicher so, jawohl. Der Part ist mir der Part irgendwie noch nie aufgefallen. Dieses Secret Board. Also hier so eine Schaltgeschichte. Elektronik. Ich glaube, das ist mir noch nie aufgefallen bis jetzt. Aber so der Rest, der gesamte Rest. Sehr, sehr schön. Farblich und overall. So gefallen mir Skins. So müssen sie sein. 1,40 Euro bis 12,71 Euro. Platz Nummer 4, die Imperial Dragon. Guck mal einer, schau. Ich weiß, rot, gold, nee. Aber immerhin ist das Ding so ein bisschen glänzig, komischerweise nur am Schlitten. Also wenn man das so, wenn man die Sonne hier hinschiebt, dann sieht man schon, dass da ein bisschen was reflektiert, aber signifikant weniger als auf dem Griff. Ich frage mich, warum? Gut, wahrscheinlich, weil der Schlitten halt aus Metall ist und der Rest aus Polymer. Preislich sind wir bei 2,56 Euro bis 7,32 Euro. Naja, immerhin komplett beskinnt, neuch. Und falls ich gerade Platz Nummer 4 gesagt habe, war das falsch. Das ist hier der 5. Platz. Jetzt kommt Platz Nummer 4. Denn dort liegt die Fire Elemental. Einfach ein Banger-Skin. Der Kontrast, das Farbenspiel. Herrlich. Genau so muss ein Skin aussehen. 9,25 Euro bis 26,41 Euro. Das ist gut. Und jetzt kommen dann wieder meine oberen 3 Plätze. Was glaubt ihr wohl, was da liegt? Ihr könnt ganz kurz raten und fertig. Ja, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Die Silver, die muss doch irgendwo weiter oben liegen. Ja, der Spiegel liegt recht weit oben. Man kann, also das ist hier wieder komplett glänzi, bubenzi. So muss es sein. Platz Nummer 3. Preislich 33 Euro bis 37 Euro. Und ja, also wer hier auf diese absolute Glänzung steht, der muss sich natürlich die Silber beschaffen, das ist klar. Gerne auf Skin Baron. In der Beschreibung ist der Link dazu, let's go. Was kommt jetzt wo der krasseste Glänz-Skin, der Gloss-Skin raus ist? Tja, logischerweise darf die P2000 Handgun nicht in meiner Liste fehlen. Einer der geilsten P2000 Skins überhaupt, meiner Meinung nach. 43 Cent bis 4,56 Euro. Ja, also ich glaube, da muss man nicht viel zu sagen. Ist einfach ein geiler Skin. Mir gefällt der extrem gut. Banger. Auf meinem allerersten Platz liegt die P2000 Acid Edged. Erstens, schön farbenfroh. Zweitens, recht viel Grün. Grün-Fan. Hier hockt der Grün-Fan. Drittens, oder auch dreitens, wie die Coolen sagen, sie glänzt so richtig. Also nicht so krass wie die Silver. Aber guck mal, vor allem, es glänzen vor allem genau die richtigen Dinge. Grün, glänzt, gelb, okay, bisschen gelb. Tippelt die Top von den Pignonsen her absolut
gönnbar. 28 Cent bis 1,68 Euro. Also da kann man nichts zu sagen. Es ist einfach geil. Ich bin halt einfach ein Bunt-Fan, farbenfroher Skin-Fan und dann auch noch glänzig. So. Herrlich, herrlich. Todele. Und ich habe es ja eben schon erwähnt, es gibt natürlich auch wieder ein Giveaway für euch. Und zwar habe ich das hier im Hintergrund schon vorbereitet. Eine StatTrak 2000 Gnarled, eine Gnarly. Noch komplett unbeschossen. Die könnt ihr dann, die kannst du dann befüllen. Also der halt gewinnt. Und hierzu schreibt ihr einfach Folgendes. Und zwar, was habe ich aufgeschrieben? Man soll sagen, ob sich Pistolenrunden für einen selbst gut anfühlen, ob man sie gerne spielt. Also fühlen sich Pistolenrunden für dich gut an? Ist es was, worauf du dich freust? Oder denkst du, nee, ich bin froh, wenn sie fertig ist. Haut sie in die Kommentare, dann seid ihr automatisch mit beim Giveaway dabei. Ich begrüße auch direkt nochmal alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen hier bei den Bubblern. Ich habe auch auf Quitch gesehen, dass einige schon gefollowt sind. Vielleicht sehen wir uns dann im nächsten Livestream am Dienstag. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr. Und kommende Woche gibt es für euch ein Knife-Giveaway. Dieses Knifflchen hier gibt es nächste Woche, also in der Woche vom 19. bis zum 25. bei mir auf Twitch. Also rumkommen und absahen, Leute. Das war's dann soweit wieder. Vielen lieben Dank, meine Damen und Herren, fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Danke auch für eure Kommentare und für die Likes. Ich habe jemand das Mikrofon geschlagen, sorry. Haut da rein und bis dann. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.